herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella. Wir sind in der Woche 5. bis 11. Oktober 2020. Die Decks sind das Druid Craft Tarot von Stephanie und Philipp Cargom. Wir haben für die Tage, also die Wochentage, das normale Rider-Waite Tarot zur Klärung die kleinen Rider-Waites. Dann haben wir von Colette Baron-Reed die Weisheitskarten der Seele und auch von Colette Baron-Reed das Krafttier, das Orakel der Krafttiere. Ja, wenn ihr Fragen habt, www.ella-taroskop.de, die Webseite, oder E-Mail ella@ella-taroskop.de. Jetzt viel Spaß und dann sehen wir uns erstmal die Astrologie für alle an. Dann wollen wir mal schauen, was in der Woche vom 5. bis 11. so drin ist. Wir haben am 5. einen relativ neutralen Tag, da wird wahrscheinlich nicht viel passieren, aber schon ab dem 6. haben wir Streitgefahr, Wut, Aggression, ich sagte das ja auch schon im Vorfeld, Oktober, wird eine wilde Fahrt. Und wir haben Spannungen von Mars, Uranus und Pluto. Und das kann nämlich dazu beitragen. Wir haben am Wochenende dann so ein bisschen, ja, ich sag mal, der Sonntag wird ein bisschen beruhigt. Schauen wir jetzt mal, was wir so haben. Der Stresspegel wird ziemlich hoch am 7., eben wegen Merkur und Uranus. Da wird man sehr direkt und sehr, ja, man geht unter die Gürtellinie mit seinen Aggressionen oder mit seiner, ja, wie man die Dinge anspricht. Da sollte man aufpassen. Merkur verlangsamt ein bisschen. Und wir haben zwischen 6. und 12. wirklich anstehende Konflikte. Da gibt es, ja, Leute, die tatsächlich vielleicht was vorhaben, Rache üben möchten, ja. Wir haben erst neue Hoffnung am 11., ja, und die Sonne-Jupiter-Aspekte bringen ein bisschen Arroganz rüber, ja. Wir haben aber Venus und Uranus gehen ein bisschen wie im Waagezeichen ein bisschen in die ausgleichende Position. Wir haben auch freundliche Gespräche, vor allen Dingen in der Zeit zwischen 11. und 13. Ja, der Winkel von Jupiter und Neptun ist gradgenau und wirkt vom 2. bis 20. Und da ist man entgegenkommender. Ja, also es wird sich langsam so ergeben, es wird sich langsam so entwickeln in dieser Zeit, ja. Obwohl da eben immer noch Aggressionspotenzial ist. Aber jeder Einzelne ist natürlich gefragt, daran mitzuwirken, mitzuarbeiten, dass man eben die Dinge nicht eskaliert. Schauen wir uns jetzt an, was für jedes einzelne Sternzeichen in dieser Woche machbar, möglich ist. Wie ihr das umsetzt, ist natürlich eure Sache. Aber wir schauen erstmal, was geht. Skorpion zur Taroskoplegung mit Ella für die Woche 5. bis 11. Oktober 2020. Wir wollen erstmal Astrologie schauen. Und zwar haben wir ja eine Verbindung Pluto, Mars, Neptun. Ja, es könnte ein bisschen schöner sein, aber diese Dinge können dich auch beflügeln. Ja, du musst von dir aus aktiv werden, dranbleiben, die Dinge nicht schleifen lassen. Saturn ist dann nicht wirklich eine Hilfe, wirft immer Bröckchen dazwischen, aber es bleibt deine Beharrlichkeit, ja. Und wir haben auch Uranus rückläufig bis zum Jahresende und deswegen sollst du keine voreiligen Tätigkeiten ausüben oder voreiligen Entschlüsse fassen. Das muss schon gut überlegt sein. Mit Pluto können dir Durchbrüche gelingen, auch finanziell. Du kannst Erfolg haben oder wirst auch Erfolg haben. Es kommt darauf an, dass du deine Dinge in Beharrlichkeit und Ruhe und gut überlegt durchsetzt. Wir haben Mars im Widder, was dich nicht weiter belastet. Wir haben aber auch ein bisschen durch die Rückläufigkeit bis zum 14. November, dass es ein bisschen schwächen kann, ein bisschen, ja, unentspannt macht vielleicht auch und ein bisschen nervös. Bleibe motiviert und arbeite daran. Arbeite an deinen Dingen. Wir haben Jungfrau Venus momentan bis zum 28. Oktober. Und da heißt es natürlich, in der Privatsphäre, im partnerschaftlichen Bereich oder auch freundschaftlichen, familiären Bereich, Ordnung reinzubringen. Wo stehst du? Ne? Vielleicht ist es auch
so ein bisschen mit den anderen sprechen, ne, je nachdem, wen es betrifft, dass man da so ein bisschen, naja, weiß, wo man miteinander gerade steht. Wir haben Merkur, Kommunikation, der macht dich im Skorpion natürlich auch sehr zielstrebig, ist ja dein Sternzeichen, aber mit der Rückläufigkeit verwirrt er dich auch oder kann dafür sorgen, dass es Missverständnisse gibt. Also versuche in dieser Zeit möglichst keine wichtigen Gespräche, Vertragsabschlüsse oder ähnliches zu legen. Das gilt bis zum 3. November. Auch sowas wie Operationen oder irgendwelche neuen Dinge bis zum 14. November. Da ist natürlich dann immer die Gefahr, dass irgendetwas sich verzögert, schief geht und so weiter. Aufpassen, ja. Du bist sehr kreativ und spirituell. Wir haben jetzt im Zeitraum 11. bis 13. die Zeit, wo du auch so ein bisschen dafür sorgen sollst, dass du dich mal entspannst, dass du mal was Schönes machst, dass du dich mit schönen Dingen beschäftigst oder vielleicht auch einfach mal eine Auszeit nimmst. Zurücklehnst, entspannst, dich sammelst. Wie gesagt, vielleicht deiner Kreativität frönst, ja. Das ist so das, was ich für dich habe in dieser Woche. Schauen wir jetzt auch, was die energetische Wetterkarte sagt, die allgemeine Legung in den Karten. Mein lieber Skorpion, dann wollen wir uns natürlich anschauen, was so in dieser Woche ja mit den Karten möglich ist, machbar ist. Denk dran, es ist eine allgemeine Legung, kann und wird nicht immer hundertprozentig auf jeden zutreffen. Und du kannst natürlich das rausziehen, was dir nützlich und hilfreich ist, ganz klar. Das Erste, was wir uns anschauen wollen, ist natürlich die Energie, die von außen kommt. Was so deine Mitmenschen so tun und wie sie auf dich reagieren, mit dir agieren, wie auch immer, das ist sicherlich unterschiedlich. Aber wir haben so, ich sag mal, eine Grundtendenz. Schauen wir uns an, was du von deiner Umwelt in dieser Woche so erwarten kannst. Wir haben die Prinzessin der Stäbe, die hatten wir in sämtlichen Legungen auch. Das bedeutet kurzzeitig begeistert. Kurzzeitig heißt, das ist eine kurze Episode, wo man vielleicht Spaß hat oder begeistert ist für etwas und dann flacht das wieder ab. Das kann verschiedene Dinge betreffen, das muss man halt sehen, aber es ist keine langfristige Energie. So, dann schauen wir uns an, wie du dich selbst siehst, was dein Wunsch ist in dieser Woche. Was du erhoffst oder befürchtest, was gut ist für dich, was weniger gut ist und natürlich, wie die Woche für dich ausgeht. So, ich schau noch mal eben, wie das in der Kamera aussieht. Ja, können wir noch ein Stückchen rüber, so. Dann kommen wir gleich zu den Wochentagen. Du kennst das ja, die Wochentage sind variabel, das heißt, ich lege Montag bis Sonntag und bei dir können die Energien natürlich in einer anderen Reihenfolge erscheinen. Das ist so bei der Allgemeinlegung. Aber bei dieser Gelegenheit wollen wir natürlich auch wissen, wie du auf deine Mitmenschen in dieser Woche zugehst. Also was deine Außenenergie ist in dieser Woche. Die 7 Schwerter. Ich glaube, du hältst ein paar Dinge sehr unter Verschluss. Die Diebstahlkarte bedeutet, dass man sich mit irgendwas davonstehlen will. Man möchte nicht durchschaut werden. So sehe ich das. Das ist eine typische Sache des Skorpions, dass er sich selbst nicht gerne in die Karten schauen lässt, aber andere studiert. Okay, schauen wir uns an. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und der Sonntag. So, wie gesagt, diese Tage können bei dir in einer anderen Reihenfolge stehen, beziehungsweise die Energien der Tage. Die Tage werden gleich bleiben. Okay, wir wollen natürlich schauen, wie das Ganze zusammenhängt. Die Vorwoche hänge ich dir wie immer hinten dran an dieses Video, sodass du auch noch mal schauen kannst, wie das in der letzten Woche so war, wie die Energien vielleicht auch auf diese Woche noch einwirken oder was ja da so sich ergeben hat. Hier schauen wir jetzt erstmal, wie du dich siehst. Da haben wir den Herrscher. Okay, das ist Kontrolle. Kontrolle bedeutet, ja, die Dinge im Griff haben, die Verantwortung tragen, bestimmen natürlich, ja. Kontrolle ist aber auch immer ein Stück weit Angst, nämlich diese zu verlieren. Kontrolle ist, ja,
die Befürchtung, dass wenn man die Kontrolle abgibt, dass man vielleicht etwas, ja, nicht mehr bestimmen kann. Ja. Kann gut sein, wenn es um ein Business geht. Privat ist das gar nicht gut. Ja. Schauen wir mal, was du dir wünschst. Das Rad des Schicksals, Karma, karmische Erledigung, wahrscheinlich auch positive Energien, ein Stück weit Glück, ja, dass die Dinge sich mit dem Rad des Schicksals in deine Richtung drehen und du da Vorteile draus ziehen kannst. Hoffnung und Ängste haben wir den Stern, das bedeutet Heilung, krankheitsbedingt vielleicht oder auch, dass man über etwas hinwegkommen möchte. Der Stern bedeutet auch nach den Sternen greifen, etwas Großartiges zu erreichen. Ja, ist in Hoffnung und Ängsten. Befürchtung ist natürlich, dass das dann nicht klappt. Was ist denn gut für dich? Gut für dich ist die Vier der Kelche. Du bist unzufrieden. Das ist gut für dich, weil du etwas änderst. Wenn du unzufrieden bist, dann hast du das Gefühl, ich muss was tun. Wenn du zufrieden bist, dann bist du bequem und dann möchtest du auch nichts verändern. Deswegen ist die Vier der Kelche gut für dich im Gefühlsbereich. Es gibt wohl etwas zu klären. Nicht gut für dich in dieser Woche ist der Prinz der Münzen oder der Ritter der Münzen. Zu viel Geduld und zu viel Abwarten bringt dich nicht weiter. Geduld zu haben ist grundsätzlich eine gute Sache, aber wenn man selbst etwas bewegen will und diese Herrschermentalität sozusagen sich auf die Fahne geschrieben hat, muss man natürlich auch was tun. Wie ist denn der Ausgang? Die 10 der Münzen. Das ist Erfolg, das ist aber auch Stabilität und Sicherheit innerhalb der Familie. Und ich denke, wenn du gefühlsmäßig Dinge klären kannst, bist du zufrieden und sind die anderen zufrieden. Schauen wir mal. Montag haben wir die 5 der Münzen, das ist der Rückzug. Das bedeutet, sich von etwas oder jemandem zurückzuziehen. Das muss nicht schlecht sein. Wenn man mit jemandem zum Beispiel eine Auseinandersetzung hat und sich ja jetzt nicht ohne Streit begegnen kann, ist der Rückzug gut. Ja, wenn zum Beispiel dein Boss, wenn du hast den Herrscher darüber, wenn das dein Boss ist und der ist stinkig, dann ziehst du dich zurück. Wir müssen aber schauen, was dieser Rückzug bedeutet. Das können wir so noch nicht genau erkennen. Am Dienstag haben wir die Zusammenarbeit. Also es geht um Job, es geht um vielleicht auch gemeinsam etwas erreichen wollen. Stern, Heilung, vielleicht familiär. Am Mittwoch haben wir den Page der Stäbe. Fokus liegt auf dem Stern, die Dinge vielleicht heilen, verbessern, ja, positiv beeinflussen. Das ist eine schöne Energie. Du bist mit Leidenschaft daran. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Donnerstag, Ritter der Kelche, liebevolle Energien. Das ist ja auch dein Kelch, den du da bietest. Entgegenkommen, Freundlichkeit, Nettigkeiten, ein Geschenk, ein Präsent, je nachdem, worum es bei dir geht. Und am Freitag haben wir die Kraft, ja, die Kraft, denke ich, das Biest zu zähmen, also auch wenn man sauer ist, wenn man schlechte Laune hat, eben nicht auszuflippen, sondern vielleicht sich zu beherrschen und zu sagen, ich möchte aber liebevoll sein, ich möchte was verändern und deswegen halte ich mich ein bisschen zurück. Und dann haben wir die 2 der Münzen abzuwägen. Das ist wieder Erdenergie. Mache ich jetzt was oder mache ich nichts? Ne? Kümmere ich mich drum oder kümmere ich mich nicht drum? Klar, die Antwort ist schon da, weil der Ritter der Münzen eben diese behäbige Energie ist, die nichts tut oder wenig. Und hier haben wir die 6 der Kelche. Es geht um die Bewältigung der Vergangenheit. Irgendwie familiär, gefühlsmäßig mit anderen. Da du aber selber, sage ich mal, mit den 7 der Schwertern nach außen nicht wirklich zeigst, was du willst, könnte das auch missverständlich rüberkommen. Ja, das ist dir hoffentlich klar. Schauen wir uns jetzt mal an den Herrscher. 3 der Kelche, Geselligkeit und 5 der Schwerter. Es kann auch um eine Dreiecksgeschichte gehen, wo du, sage ich mal, die Person bist, die da, naja, sich rausmogeln möchte oder beide Seiten oder ja, beide Seiten nutzen möchte. 5 der Schwerter ist ja Konflikt in einer Gemeinschaft. Ja. Kann wie gesagt eine Dreiecksgeschichte sein, kann aber auch bedeuten, dass es um familiäres oder eben in einer Gruppe von Menschen geht. Und du willst da die Führung übernehmen. Wir sehen dich als den Herrscher, das heißt, du willst die Kontrolle haben. Und das führt natürlich zu Konflikt. Das Rad des Schicksals, da haben wir die Zurückhaltung und da haben wir den Stern.
Das Rad des Schicksals kann so lange nicht tätig werden in deinem Sinne, solange du versuchst, die Kontrolle zu behalten. Weil du musst die Kontrolle abgeben, damit das Rad des Schicksals wirken kann. Solange du die Hand darüber hältst, ist das nicht möglich. Hoffnung und Ängste der Stern, da ist Empathie, aber auch Intuition drin und die Lernphase, dass man loslassen muss. Das sagt dir dein Bauchgefühl auch, dass du da nicht die totale Kontrolle ausüben kannst. Das geht gar nicht, um Dinge zu heilen. Ja? Und dann haben wir die 4 der Kelche, Unzufriedenheit. Du willst den Neuanfang und du willst, dass die Dinge vorangehen, positiv vorangehen. Das bedeutet loslassen. Ja? Das bedeutet sich auch, ich sag mal, gefühlsmäßig zu äußern, gefühlsmäßig offen zu sein. Dann haben wir den Ritter der Münzen, nicht gut, da ist nochmal da. Und die 4 der Münzen, also Trägheit, Zurückhaltung und die Dinge vielleicht auch verbergen wollen, wird dich nicht zu dem führen, was du möchtest. 10 der Kelche, das ist ein hartes Stück Arbeit für dich, aber die 8 der Kelche sagt dir, solange du, ich sag mal, eine Maske trägst, das ist jetzt nicht böse gemeint, solange du eben die Dinge verbirgst, die dahinter stecken, solange wird das nicht funktionieren. Du musst ein Stück weit die Veränderung herbeiführen, indem du offen und ehrlich deine Gefühle benennst oder sagst oder zeigst. Ja? 5 der Münzen, König der Schwerter und Ritter der Schwerter. Das ist eine Energie, du willst etwas schnellstmöglich durchsetzen. Vielleicht hat sich auch die andere Person oder eine dieser Personen zurückgezogen, weil sie genug davon hatte. So, König der Schwerter ist Logik, ist Analyse. Ritter der Schwerter ebenso. 5 der Münzen ist Pragmatismus, Erdenergie, bringt dich in Gefühlsdingen null weiter. Ja? Du kannst dir die Dinge erklären, du kannst sie dir, ja, ich sag mal, logisch hinterfragen, aber sie werden dir keine Lösung nennen. Ja, zumindest nicht unüberlegtes Handeln, ja, oder unüberlegte Worte bringen dich nicht weiter. 3 der Münzen, 9 der Stäbe und Mäßigkeit. Mäßigkeit ist die Schütze-Energie, bedeutet, dass den Pragmatismus von der Erdenergie, die Logik und das Gefühl in Einklang zu bringen. Ja? Denn das Rad des Schicksals kann ja nicht agieren, solange du da die Hand drauf hältst, Kontrolle ausüben willst. Wir haben den Fokus, König der Kelche, deine Energie und die Kraft. Ja? Du hast die Kraft, die Dinge in deinem Sinne zu beeinflussen, indem du Gefühle zeigst, indem du nett bist, entgegenkommend, sympathisch. Da kannst du natürlich was rüberbringen. Und da haben wir den Ritter der Kelche, liebevolle Energie, aber auch Offenheit. 4 der Stäbe und König der Stäbe, Feuerenergie, Leidenschaft. Ja? Das sind ja auch Gefühle. Ja? Und das bringst du rüber, indem du das zeigst oder sagst eben. Ne? Sicherheit und Stabilität im Bereich Familie und Gefühl. Dein Gegenüber kann das nicht erahnen, was du empfindest. Ja? Die Kraft, da ist der Herrscher wieder und da ist die Kommunikation. Es gilt natürlich, drüber zu sprechen, ja? Aber mit der Biestzähmung ist der Herrscher gemeint. Lass die Kontrolle raus. 2 der Münzen, 10 der Stäbe und der Mond. Du belastest dich damit selbst, indem du versuchst, über die Gefühle oder die Menschen, die dir am Herzen liegen, Kontrolle auszuüben. Das verursacht nämlich bei deinem Gegenüber erst recht Misstrauen. Ja? Und dann haben wir die Vergangenheit. 9 der Kelche, Wunscherfüllung und der Hierophant. Du möchtest jemanden aus deiner Vergangenheit in deine Gegenwart holen. Das funktioniert nicht, solange du versuchst zu bestimmen. Vielleicht freut sich die Person hier darüber, dass du dich zeigst, dass du vorbeikommst, dass du Hallo sagst. Aber wenn diese Person merkt, dass du, ich sag mal, verschlossen bist, was deine Gefühle betrifft und bestimmen willst, wo es lang gehen soll, dann könnte das nach hinten losgehen. Die Wunscherfüllung ist ja, diese Beziehung wiederzubeleben, sei es jetzt familiär oder privat. Also, du musst dich oder solltest dich, das musst du natürlich selbst entscheiden, ein Stück weit öffnen und das Risiko eingehen, verletzbar zu sein. Ja? Das ist in der Liebe einfach so. Man ist verletzbar, wenn man Gefühle für jemanden hat. So. Und auch wenn du verletzt wurdest, das ist vielen 100.000 Menschen auch so passiert, ist man vorsichtig und braucht man Zeit, Vertrauen zu gewinnen.
Ja, aber lass dir die Zeit, das Vertrauen aufzubauen und lass der anderen Person Zeit, dich wirklich kennenzulernen. Wir haben der Kobold, die Nummer 5. Das ist natürlich jetzt in dieser Zeit nicht so leicht, ne? Aber wenn es jemand ist, der dich schon länger kennt, könnte das funktionieren. Der Kobold, Angst ist eine Illusion. Wähle heute die Liebe, vergib dir selbst und anderen. Kobolde werden in dem Moment geboren, in dem du eine seelische Verletzung erleidest und dir damit etwas Wesentliches abhanden kommt. Von diesem Augenblick an begleiten sie dich im Verborgenen. Von dort aus halten sie das Trauma in dir wach, indem sie listig mit deiner Stimme sprechen und dir einreden, dir sei Unrecht widerfahren, du seist ein hilfloses Opfer oder nicht wert, geliebt zu werden. Sie kontrollieren dich über dein schwaches Selbstwertgefühl, über die Art, wie du gegen dich selbst arbeitest und über dein Gefühl, dass es dir an etwas Wichtigem fehlt. Wenn die Kobolde dir einen Besuch abstatten, wisse, dass sie deine eigene Schattenseite oder die eines anderen Menschen repräsentieren und dass sie dich in eine Position manövrieren wollen, in der du nur noch reagieren kannst. Die Koboldkarte ist jedoch eine Chance für inneres Wachstum und ein Signal, dass du lernen musst, dich selbst zu lieben. Kein Mensch ist frei von Fehlern. Die Botschaft der Kobolde an dich ist, dass du deinen Groll und deine negativen Selbstgespräche aufgeben musst. Bitte das göttliche Prinzip um Hilfe bei deiner Heilung. Löse dich von der Negativität. Das ist das, weshalb du Kontrolle ausüben möchtest. Dass du dir wahrscheinlich selbst immer negative Dinge sagst, ja? Und dass du eben auch von dir nichts preisgeben willst, damit du nicht verletzbar bist. Wir haben die Schlange als dein Krafttier. Es ist Zeit zu heilen. Ja. Und damit auch, ja, die negative Selbstrede sozusagen. Schauen wir uns an, was die Schlange bedeutet als Krafttier für dich. Die Botschaft deines Krafttieres lautet: Wir alle haben es manchmal nötig, in die Heilung zu gehen, und wenn der Geist der Schlange erscheint, ist es Zeit, dich und dein verwundetes Herz gesunden zu lassen. Es gilt jetzt, gut für dich selbst zu sorgen und auf dich Acht zu geben, damit deine Lebendigkeit wieder zum Vorschein kommen kann. Gib dir selbst den Raum, den du brauchst, um dich um dein Wohlergehen zu kümmern. Verletzlichkeit gehört dazu, wenn Freundschaften und Partnerschaften funktionieren sollen, und das bedeutet, dass uns allen bisweilen weh ums Herz ist. Geh jetzt behutsam mit dir selbst und anderen um. Lass das Vergangene wie eine alte Haut hinter dir und wachse in eine neue Seinsweise hinein, denn das Leben in dir will ans Licht. Es ist jetzt vielleicht an der Zeit, die Arbeit zu würdigen, die du schon geleistet hast, um zu wachsen und all das zu heilen, was in dir und den Menschen, die dir am Herzen liegen, Schaden genommen hat. Feiere mit anderen, wie weit ihr schon auf dem Weg der Heilung gekommen seid und was ihr gemeinsam geschaffen habt. Streife von dir ab, was nicht mehr deinem Wohlbefinden und deinem Wohlergehen dient, dem Wohl deiner Beziehungen und deinem Glück, und lass Heilung geschehen. Also denke ich, dass jetzt tatsächlich der Raum ist für Heilung. Wir haben ja gehört, du sollst eine Auszeit nehmen, du sollst familiäre und gefühlsbedingte, ja, Kränkungen oder Heilung herbeiführen. Das war auch astrologisch der Fall. Also es ist jetzt der rechte Zeitpunkt, auch gerade mit Merkur rückläufig, vielleicht auch ein Stück weit mit der 5 der Münzen den Rückzug anzutreten, statt jetzt voranzupreschen und irgendwas erzwingen zu wollen. Das geht nämlich nicht. Ja. Wir haben zwar den Prinz der Münzen, der sagt, du sollst jetzt nicht träge in der Ecke rumliegen und nichts tun, aber du sollst ja auch nicht nichts tun. Du sollst etwas für dich tun. Heilung. Ja, wir haben hier in den Hoffnungen den Stern, wir haben den Neuanfang und die 4 der Kelche. Was dich unzufrieden macht, gehört bearbeitet und wirklich auch hinter sich gelassen. Das braucht eine Zeit, ja. Und die 10 der Münzen, Sicherheit und Stabilität, sehen wir ja auch hier, ist ein Stück weit Arbeit und ist ein Stück weit auch neue Wege gehen, es anders machen als bisher. Ja, hier haben wir den Ballast, hier haben wir das Abwägen, soll ich nicht, ne? Und mit der Sensitivität des Mondes die verborgenen Dinge abarbeiten, die Dinge, die dich quälen, die vielleicht auch unbewusst geschehen, ja. Du hast die Kraft, das Biest zu zähmen und dich ein Stück weit gefühlsmäßig zu öffnen, ja. Das muss jetzt nicht alles in dieser Woche passieren. Aber ich denke mal, dass es jetzt die Zeit ist bis zum 28. Oktober. Das war ja das, was astrologisch angegeben wurde, dass du da für dich gut sorgst.
dass du die Hilfe annimmst, dass du vielleicht hier, ich sag mal, den Herrscher aufgibst, die Kontrolle auszuüben, weil das sorgt ja wieder für Konfliktstoff oder was erzwingen zu wollen, jemanden vielleicht aus seinem Rückzug zu holen zum Beispiel. Ja? Du hast hier die Zurückhaltung, wenn wir das Rad des Schicksals sehen. Das Rad des Schicksals kann so lange nicht eingreifen, bis du die Heilung nicht zulässt. Ja? Und das ist wichtig. Ja, Zusammenarbeit, Hilfe suchen, nicht aufgeben, aber auch um Hilfe bitten und sich ein Stück weit öffnen. Das ist sehr, sehr wichtig, lieber Skorpion, damit du eben diesen Neuanfang und das, was dich jetzt noch unzufrieden macht, in naher Zukunft dann auch willkommen heißen kannst. Ja, ganz, ganz wichtig. Und ich denke, dass du auch, ich sag mal, Leute hast, die dir helfen wollen, die an deiner Seite stehen, die dir Kraft geben. Und dich auch so ein Stück weit mal darauf ansprechen oder auch sagen dürfen, dass du die Dinge nicht beherrschen kannst, die im Gefühlsbereich stattfinden, ja. Es ist ganz wichtig, das einzusehen. Es ist immer eine Schwäche, kann man so sagen, wenn man jemanden sehr lieb hat, ja. Im Grunde ist es keine Schwäche, es ist eine tolle Sache, aber es macht einen verwundbar. Klar, wenn derjenige was sagt, kann der einen verletzen, aber das passiert ja umgekehrt genauso. Und wenn du dich total verschließt und das so ein bisschen abbügelst, ja, dann kommst du eiskalt und gefühllos für dein Gegenüber rüber, weil dann, wie soll der andere wissen, was du empfindest, wenn du dich nicht öffnest? Also du hast ein gutes Stück Arbeit vor dir, das zu bearbeiten, neue Wege zu gehen, um dich stabil und sicher zu machen und damit auch deine bestehenden oder noch folgenden Beziehungen. Das ist wichtig für dich vor allen Dingen. Okay, ich bin gespannt, wie sich das in dieser Woche bzw. auch in naher Zukunft entwickelt. Ich hoffe, das hilft dir ein Stück weit, gibt dir ein Stück weit das Gefühl, ich kann mich öffnen, es ist wichtig, dass ich mich öffne und die Dinge kläre. Ja, damit ich den alten Ballast nicht immer hinter mir herschleppe und dann immer abwäge und unsicher werde, was ich tun soll. Sondern dass deine Wunscherfüllung hier mit der Vergangenheit, was du gelernt hast, Realität wird und du dann selbst sicher und stabil bist mit den Menschen, die dir am Herzen liegen. Also, lass es uns gerne wissen, wie sich das für dich darstellt, lieber Skorpion, wenn es dir Hilfe war oder ist auch weiterhin. Ich würde mich freuen. Ich wünsche dir natürlich nur das Allerbeste, viel Kraft und natürlich auch ein Stück weit Offenheit. Entgegenkommen, das ist wichtig. Natürlich nur bei den Menschen, denen du dich öffnen möchtest. Im Moment ist ja alles andere ein bisschen schwieriger auch. Aber ich glaube, das schaffst du, denn du möchtest ja was Schönes erreichen und ich denke, du bist auf einem Weg dorthin. Halt die Ohren steif, lass dich nicht davon abbringen und heile ein Stück weit. Bis nächste Woche. Alles Gute. Tschüss.